So, hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Project. Ja, es gewittert ein bisschen da draußen. Der macht hier die Angriffsposition. Aber ich denke mal, es ist gar nicht so schlimm. Denn wir sind ja hier gleich im Haus, also in der Nähe des Hauses. So, jetzt heißt es natürlich Landwirtschaft betreiben. Also würde ich gerne, aber ich weiß nicht wie. Ich hoffe, hier geht es nicht direkt raus. Oh, ich bleib an der Tür hängen. Oh. Mann. Meine Fresse, was war das denn jetzt? Ich wollte einfach nur gucken, was da ist. Da kommt einfach mal so eine Zombie-Trolle raus. Und da war noch ein Zombie drin, das weiß ich auch. Meine Fresse. Feuerzeuge oder Taschenlampe haben wir nicht, ne? Das kann man raus, mein Freund. Auch wenn ich dich überhaupt nicht sehe, weil ich nichts erkennen kann. Hallo. Echter Schenkel. Mein, du kriegst ja auch gar nichts hier. Letztendlich tot. Mann, das ist ja wohl. Na klasse. Jetzt bluten wir und sind infiziert. Das ist eine doofe Idee, einfach nach irgendwelchen Räumen reinzugehen. Schmerzen. Ah. Okay. Ich merke schon, das Spiel hier nimmt einen alles übel. Pflaster hilft dann nicht, wenn wir da einen richtigen Kratzer haben. Ne? Das infizieren. So leicht kann man das heilen. Das ist echt cool. Also, jetzt müsste es. Oh, was? Ach, ich dachte jetzt schon Knochenbruch. Mein Gott. So leicht kann man also Infektionen vorbeugen. Man macht einfach eine Bandage drauf und fertig. So, ich habe Angst. Dafür habe ich jetzt das Leben hier riskiert, wegen so einem scheiß Raum. Oh mein Gott! Was hat das denn jetzt gebracht? Wo geht's denn hier lang? Na Spitze. Okay, vielleicht bringt es ja doch noch was, wenn wir hier rein. Okay, es hat jetzt überhaupt nichts gebracht. Deshalb haben wir jetzt das Ganze riskiert hier. Naja. Ich dachte ja, in der Kirche gibt es Bücher oder sowas. Aber anscheinend ja nicht. So. Was bringt mir eigentlich die Humanmedizin? Ich würde gern lernen, wie man Landwirtschaft betreibt. Kannst du mir das irgendwie zeigen, Spiel? Das mache ich mit dem Dosenöffner einfach. Ich hätte die Tür nicht auflassen sollen, nicht, dass jetzt hier ein Zombie reingekrochen ist. Ein Kugelschreiber, ja, genau. Das ist es. Naja. Oh, Erfahrungspunkte ein. Kann ich die jetzt einfach hier nehmen? Ich verstehe noch nicht so richtig, wie das funktioniert. Das zeigt mir noch mal irgendjemand. Okay. Ja. Alles klar. Verdreckte Bandage. Warum kann ich die denn nicht irgendwie auswaschen? Ach, wisst ihr was? Nach so einem anstrengenden Tag. Was ist das denn eigentlich? Buch. Ich lese ein Buch und dann. Guck ich, was das da bitte schon ist. Ich will das gar nicht wissen. Leg in Behälter, lesen. Oh, das geht ja schnell. Ich hoffe, das lenkt ihn ein bisschen ab. Nicht wirklich.
Ach, das ist einfach weg. Okay. Ausschalten. Uff. Das Tutorial hat gesagt, wir sollten das Fenster verdecken. Aber ich mache einfach das Licht aus. Das hilft auch erstmal. Habe ich das irgendwie trotzdem nicht. Wo kommt denn das her? Ja. Aha. So. Zum Gewitter. Schlafen wir mal. Vielleicht 6 Stunden. Oh, geht hoch. Das ist so schön. Hm. Warum denn Übelkeit? Was ist denn los? Verdreckte Bandage. Bandage reinigen, desinfizieren, ja. Jetzt nicht auch mit der Wasserflasche. Wo haben wir denn hier die Wasserflasche? Auf den Boden ausgießen. Nein, das möchte ich nicht. Ja, die Bandage desinfizieren. Das hat jetzt irgendwie gar nichts gebracht, oder? Völlig panisch. Schmerzen. Okay, das Spiel ist wirklich nicht so leicht. Deshalb Fischen für Fortgeschrittene. Ich brauche irgendeine Buch für Anfänger. Aber woher? Die Humanmedizin bringt uns gerade gar nichts. Wie lerne ich denn, wie ich hier am Boden auf Stachel? Holztür, Zaun, Bar. Soll ich denn das ganze Zeug herbekommen? Ich würde sagen, es ist noch sehr früh. Und wir haben ein bisschen Hunger. Deshalb essen wir mal ein Viertel von den Chips. Ja, sehr gut. Mit Essen haben wir bis... Was ist das denn? Bisher keine Probleme, oder? Hier so ein bisschen mit Medizin. Und... die fehlenden Fähigkeiten. Wir sind ja nur ein Arzt, der irgendwie nicht viel kann in dem Spiel. Leider. Hm. Ich möchte doch nur wissen, wie man Sachen anbaut. Oh. Die Nachbarn. Hallo Nachbarn. Na? Was gibt's denn hier so? Banane? Senf. Essen. Alles. Ein halb. Oh. Ah, gesättigt. Sehr schön. Konserve. Löffel. Bratpfanne. Joa. Ah, hm. Oh. Badewanne. Trinken. Sollte vorsichtiger sein, ne? Das Ding hat Vorhänge. Naja. Jetzt sind wir aber auf einem anderen Gelände als Basis. Schulranzen. Aber keine Bibliothek. Und auch keine Bücher. Also man muss ja natürlich nicht jetzt immer gleich Bücher verlangen, aber... Ich dachte ja, es gäbe hier ein Hammer. Kleber. Tun wir mal die Einkaufstasche rein. Naja. Viel anfangen. Ja, viel anfangen können wir jetzt nicht mit dem Hammer leider. Oh, da rennt voll schnell. Guckt euch das mal an hier. War das sonst so langsam? Hm, naja. Joa. Ne. Wo machen wir denn jetzt mal hin? Zu dem. Oder zu der. Das mit dem gedrückt halten, aufschlagen funktioniert nicht so richtig.
Ach, das ist mir doch einfach. Warum die Arbeit machen, wenn die Zombies eh nichts machen? Was ist das denn jetzt? Oh, ach ja. Was ist denn jetzt? Moment. Oh Gott, ist der lang. Oh Gott. Ich hätte nicht so viel rennen sollen. Ah ja, geht. Hallo. Oh. Hier so freundliche Nachbarn. Hallo. Ich möchte bitte in Ihr Haus rein. Ich hoffe, Sie haben da nichts dagegen. Ja, ja, Timer, das ist jetzt ganz schlecht. Stirb, Zombie! Geht doch. Nein, nicht weggehen. Sonst bleibt die nicht. Ach, gut. Kugelschreiber. Hm. Kollege, komm mal her hier. Mensch. Der war einfach. Schlüssel. Ah ja. Fischen, Experten. Ah, Anfänger. Lesen wir das doch mal hier. Das ging ja schnell. Ach nein, ich dachte schon. Das dauert sehr viel Zeit. Kann das sein? Und unsere Gesundheit geht ein bisschen runter. Okay. Dann lest das Buch später weiter. Das bringt doch jetzt hier nichts. Was machen wir denn da? So viele Sachen. Vielleicht als allererstes mal die Folge beenden. Das Spiel ist wirklich nicht leicht. Das merkt ihr hoffentlich auch so wie ich. Essen wir vorher vielleicht noch gefährlich und Radieschen. Erstmal Radieschen. Und den Lachs. Gefährlich ungekocht, ja. Okay. Dosenöffner, das haben wir alles schon. Oh, Feuerzeug, na das nehmen wir doch mal mit hier. Dann trinken wir eben noch eine Viertelflasche von dem Rotwein. Ah ja, das bringt die Gesundheit etwas hoch. Okay. Dann trinken wir mal hier normales Wasser. Fülle Trinkflasche, das ist immer gut. Ja, das macht nicht viel. Unsere Gesundheit ist sehr weit unten, also noch nicht so viel, aber ist schon kritisch. Deshalb wollen wir doch jetzt mal eine Bratpfanne nehmen und dann klappt die Sache. Natürlich nicht. Wir wollen was essen. Alles. Das hat jetzt nicht so viel benutzt. Ein Teebeutel. Nee. Wo ist denn der Rotwein hin? Hä? Da ist schon alle. Na, so ein Mist. Boah, das Haus ist jetzt auch nicht so legendär. Was ist denn da drin? Eine Batterie. Na, die nehmen wir doch mit, ne? So, Knochenbruch. Kann ich das irgendwie jetzt hier ablegen? Muss das irgendwie ablegen können? Weil wir sind so schwer bepackt hier. Das ist bestimmt gut, wenn wir da mal das irgendwo entladen. Bücherregal vielleicht, das ist eine doofe Idee, aber warum nicht? Ich kann es hier einfach so nehmen. Mist. Vielleicht doch ein bisschen schwer. Okay, was nimmt ja am meisten Gewicht? Baseballschläger. So, Gewicht ist immer noch sehr viel. Uff. Der Golfschläger ist sehr leicht. Das ist auch, ja.
Ha. Der Schulranz ist auch noch leicht. Einkaufstasche. Tödliche Verletzung! Nein! Da stand tödliche Verletzung. Okay. Also wir haben immerhin für einen Tag... Ah nein, doch, für einen Tag. Von hier sah das aus, zwei Tage. Okay, wir haben für einen Tag überlebt. Und zwei Stunden. Das ist einfach wow. Also es ist wirklich wow. Wir haben also wirklich tatsächlich einen Tag und zwei Stunden überlebt. Das heißt 26 Stunden. Wow. Und wir haben 15 Zombies getötet und sind jetzt auch ein Zombie. Ich kann jetzt Zombie rumlaufen. Oh Mann. Ich wäre gerne als Zombie rumgelaufen. Okay, dann war's das jetzt erstmal mit. Ich sag mal, das war jetzt die erste Staffel von Project Zomboid. Also ich habe auf jeden Fall einen guten Einblick von dem Spiel bekommen. Ich hoffe ja auch. Es scheint sehr komplex zu sein. Und wenn man da erst einmal weiß, wie das alles funktioniert, dann werde ich mich vielleicht nochmal privat damit beschäftigen, wie man Landwirtschaft betreibt und alles Mögliche. Dann können wir da bestimmt noch einmal was Besseres herausbekommen als nur einen Tag und zwei Stunden. Auf jeden Fall, es hat mir Spaß gemacht, trotz dessen, dass ich jetzt noch nicht so wirklich all das habe, was man eigentlich bestimmt in dem Spiel erleben kann. Auf jeden Fall bedanke ich mich trotzdem fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wenn ihr mehr von diesem Spiel sehen wollt, dann könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten gucken wir uns vielleicht erstmal ein anderes Spiel an, bevor wir das hier weiterspielen. Das könnt ihr gerne entscheiden, wenn ihr das wollt. Und dann würde ich sagen, tschüss, haut rein, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und danke fürs Zusehen.